Dieses Fahrzeug sieht aus wie ein Sportwagen aus deutscher Manufaktur eines anderen Herstellers. Ja, zumindest hatte ich so den Eindruck, dass er so aussieht, so ein kleines bisschen wie ein SUV aus einer Sportwagen-Ikone. Aber da kann man sich auch täuschen. Es ist zumindest der Ford Puma. Ja, bestimmt auch ein Sportwagen, aber nicht mit 300 PS, sondern mit wie viel PS? 125 hat er da jetzt. 125 PS, hier ist Christian Hissler, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven, hi. Ja, du selbst bist Ingenieur. Genau, richtig. Ja, ist das ein gutes Auto aus Sicht eines Ingenieurs? Sehr gutes Fahrzeug. Du hast Thema Design angesprochen. In der Tat haben wir uns da ein bisschen was von einem deutschen Automobilhersteller wahrscheinlich ein bisschen abgeguckt. Zum Glück, weil das Design ist sehr, sehr, sehr gelungen. Ja gut, also die Profis werden ja sofort sehen, dass es ein Ford ist, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht ja auch darum, für kleines Geld, für relativ kleines Geld viel Auto zu kriegen. Es gibt ja immer mehr Menschen, die wollen kein langes Auto, die wollen ein kompaktes Auto mit einem höheren Einstieg, was, ich sag mal, viel Leuten Platz bietet und auch multifunktionell einsetzbar ist. Das heißt auch mal zum Einkaufen fahren, mal die Kinder oder Enkelkinder abholen. Erfüllt der Ford Puma das? Absolut. Alle Punkte, die du angesprochen hast. Also wir sprechen hier von unserem sogenannten Design-SUV. Das heißt, wir haben eine ein bisschen höher gelegte Plattform. Das heißt, sehr gute oder sehr leichter Einstieg. Viel Raum im Kofferraum. Da kommt gleich noch eine super interessante Sache dazu. Und eben ein absolut sportliches, agiles Design. Wenn man das von hinten mal so anschaut, auch da hat man so gewisse Anleihen, die haben gut hingeguckt. Der fällt schon auf. Den gibt es noch nicht so lange, oder? Den gibt es noch nicht lange. Haben wir jetzt seit etwa 1 bis 2 Monaten. Das ist ein krachneues Modell. Viele können sich vielleicht an den damaligen Puma erinnern. Also die Begrifflichkeit hatten wir schon mal in unserer Modellpalette. War damals auch ein kleiner Sportwagen gewesen und hat jetzt den Begriff im Grunde noch mal ein bisschen aufleben lassen. Ja, ist der denn sportlich von den Fahrwerten her? Sehr sogar. Also wir haben hier aktuell 125 PS bei dem Motor, den wir hier ausstehen haben. Er geht gut. Geht sehr gut, geht hoch bis 155 PS sogar. Für so ein kleines Fahrzeug schon brachial. So, wir gucken uns gleich mal die CO2-Effizienz an. Wichtiger Faktor ist immer das Fahrzeuggewicht. Ich meine, die Leistung auf der einen Seite ist eine Sache, aber das Gewicht ist noch ein ganz wichtiges Thema. Und ja, gucken uns das mal kurz an. CO2-Werte haben wir hier von nur 103 Gramm, kombinierter Kraftstoffverbrauch 4,5 Liter nur. Was für so eine hohe Leistung von 125 PS schon enorm ist. Ja, da vorne steht das Gewicht 1280 Kilogramm, das heißt 1,28 Tonnen. Das ist im Vergleich zu vielen SUVs, die ja doch 1,7, 1,8, 2 Tonnen wiegen, sehr leicht. Ja, ganz genau. Also von daher haben wir wirklich eine sehr hohe Agilität während der Fahrt. Ja, die Frage, die sich mir stellt, was ist das für eine Plattform? Eine eigene neue? Tatsächlich eine eigene neue. Also wir reden hier nicht von der reinen Fiesta-Plattform, sondern ist tatsächlich so ein Misch zwischen Fiesta und Focus. Der wird, der wird wo gebaut, weißt du das? In Rumänien, in Craiova. Hochmodernes Werk von Ford. Also made in Europe. Yes, ganz genau. Top-Qualität wird da gebaut. So ist es. Ja, wir gucken uns erstmal das Auto noch mal ein bisschen von außen an. Das ist jetzt welche Ausführung? Die Ausführung nennt sich Titanium. Das ist unsere Einstiegsvariante. Einstiegsvariante, die aber alles schon serienmäßig drin hat, was man eigentlich in der heutigen Zeit braucht. Also von, wir sehen hier die Leichtmetallräder, wir haben LED-Scheinwerfer drin. Also Scheinwerfer mit LED-Tagverlicht, LED-Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, jegliche Fahrassistenten, angefangen von Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, Verkehrsschilderkennung ist serienmäßig drin. Navigationssystem ist an Bord, Parkpilot hinten. Also wir haben eigentlich schon in der Grundausstattung alles, was das Herz begehrt. Was käme denn noch dazu, wenn ich jetzt eine etwas höhere Ausstattungsvariante wählen würde? Genau dazu, das hat dieses Fahrzeug auch jetzt, ist unser Klassiker bei Ford, das sogenannte Winterpaket. Das heißt, ich habe eine beheizbare Frontscheibe, beheizbare Sitze und ein beheizbares Lederlenkrad. Das da drin, gell? Die beheizbare Frontscheibe ist schon drin? Genau, ja. Also heizbare Frontscheibe für alle, die Ford noch nicht kennen, ist eins der besten Features, die wir haben. Also Ja. wer es kennt, dass man irgendwie Windschutzscheiben kratzen muss oder sonst was, müssen Ford-Fahrer in der Tat nicht tun.
Ja, da kommen natürlich andere, die sagen, naja, das stört mich ein bisschen beim Gucken. Aber es sei einem gesagt, ich habe jetzt im Wohnmobil eine beheizbare Windschutzscheibe, da sieht man die Drähte. Wenn man sie sehen will, sieht man sie. Aber nach einer Zeit, bereits nach einem oder nach einem halben Tag, fällt es einem gar nicht mehr auf. Ganz genau. Also ich bin mit den Drähten groß geworden. Ich habe die noch nie gesehen. Ich hatte ganz oft, als ich jünger war und mit Kunden Probefahrten gemacht habe, die mich auch immer auf diese Drähte angesprochen. Ich habe gesagt, ich sehe die gar nicht. Also wenn man eine Woche, zwei das Fahrzeug fährt, gebe ich ihm Brief und Siegel, sie werden diese Drähte nicht mehr wahrnehmen. Also werden sie nicht als störend empfinden. Du hast auch keine Brille, oder? Nee, habe ich nicht. Genau, Thema Zusatzausstattung haben wir noch hier jetzt im Fahrzeug ein Komfortpaket drin. Dazu sage ich nachher drin ein bisschen mehr. Das ist Thema Klimaautomatik, sehen wir nachher eher im Innenraum. Ja, wir fangen am besten mal hinten an. Das heißt Kofferraum, ganz wichtiges Thema. Fahrzeuglänge, hier liegen wir bei 4,30 Meter, 40 ungefähr. Ja, müsstest recht haben. Ich müsste genau nachgucken. Gucken gleich mal nach. Genau. Also das ist so. Wenn man jetzt den Kofferraum sieht, passt schon sehr, sehr viel rein dafür, dass das Fahrzeug doch sehr sportlich geschnitten ist von der Außensilhouette. Mega-Feature ist die sogenannte Ford Megabox. Die heißt in der Tat so. Das bedeutet, hier unten drunter ist eine super coole Box eingebaut, für richtig was reinladen zu können. Ach, nochmal da drunter? Genau. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, du könntest die Klappe irgendwie hochlegen oder so. Nee, sondern also die bleibt auch hier arretiert. Ich sehe gerade da vorne, da ist was rausgekommen. Genau, richtig. Das heißt, die bleibt arretiert oben stehen. Jetzt kann ich hier problemlos irgendwie was. Also hauptsächlich ging es hier drum, etwas, was, also feuchte Kleider, Taucheranzüge, Anglersachen oder sonstiges. Halt der ganz normale Einkauf, der auslaufen könnte. Ganz genau. Einfach da unten rein zu tun. Also wirklich eine super Sache, wenn ich irgendwas Sperriges habe oder Bierkisten. Die ist dicht, die Box? Ist die wasserdicht? Weißt du das? Die ist tatsächlich wasserdicht und hat unten drunter einen sogenannten Ablauf, dass wenn mal wirklich was Feuchtes drin wäre. Echt? Ja, genau. Quatsch. Also, doch, wirklich. Also wenn ich jetzt wirklich nasse Kleider oder sonst was drin hätte. Das heißt, ich kann das Ding als Waschmaschine verwenden und kann es anschließend ablassen? Theoretisch ja, ja. Also hier ist jetzt ein Stopfen, der ist wirklich dicht, also so. Auch von außen nach innen dicht. Also du hast jetzt mal die Pflicht, den mal zu öffnen. Ich will mal sehen, was da drunter ist. Wenn ich dann den Fahrzeugboden sehe, dann glaube ich dir das auch. Das heißt, die haben ein Loch reingeschnitten. Das gibt's doch nicht! Ja. Quatsch! Echt? Ja, ganz genau. Das ist schon eine verrückte Sache. Das ist ja verrückt, also das ist wie so ein Tankdeckel. Genau, mit einem Dichtring hier von außen nach innen dicht gemacht. Aber mit der Möglichkeit, dass wenn ich wirklich mal da was Nasses drin habe oder sonst was, kann ich einfach, oder wirklich was Dreckiges, Anglersachen oder so, und will mal das Ding ausspülen nochmal. Einfach Gartenschlauch. Einfach mal die Box mal reinigen. Genau, einfach Gartenschlauch reinhalten, Deckel auf und ablaufen lassen. Das ist ja krass, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist echt, ich weiß nicht, ob es patentiert ist, aber ich habe es tatsächlich auch hier das erste Mal gesehen. So, dann machen wir sie nochmal zu, die Box. Ich will nämlich mal ganz kurz sehen, wie man das hinkriegt, dass man beide Arretierungen hier auf der Seite auf einmal zusammenkriegt. Wahrscheinlich gibt es einen Knopf dafür. Nee, beide. Ach so, nochmal bitte. Zeig mir das mal, was du jetzt genau gemacht hast. Ich habe jetzt die Abdeckung einfach ein bisschen hochgehoben. Und dann einfach drüber. Genau. Kannst du okay. Dann nochmal, wenn du jetzt nach unten legst, dann geht das automatisch von der. Sag mal jetzt mal eine blöde Frage. Die Abdeckung könnte ich auch höher reinlegen, wenn ich will. Das müsste auch gehen, ne? Genau. Genau, das heißt, dann habe ich einen ebenen Ladeboden. Eine Ladekante, genau. Ja. Und dann drunter nochmal eine große Kiste in der Kiste. Sozusagen, genau. Man sieht, dass ihr sie anguckt. Also ich würde das in der Höhe hier machen, kann ich auch an den Seiten hier im Grunde noch relativ was hohes reinstapeln. Cool. Also das ist ein sehr tolles Konzept. Ja. Gefällt mir sehr gut. Habe ich auch mit der Box, ich habe es vorher nicht gewusst. Du bist ja einer, du verrätst mir hier irgendwas. Die Sitzbänke hinten kann ich natürlich geteilt umlegen. Wenn du das mal machst, dann sieht man wahrscheinlich jetzt die Funktion von der Höhe, dass ich jetzt nämlich komplett eben bin, wenn das Ding nämlich oben liegt. So, das heißt, jetzt habe ich eine einigermaßen ebene Ladekante oder nahezu eben. Genau. Und wenn sie dann unten ist, wenn du sie jetzt mal nach unten machst, dann sieht man direkt mal, wie viel mehr Platz ich dann habe. Oh ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Cool. Also dafür, dass es wirklich noch, also von außen ein sehr kompakt wirkendes Fahrzeug ist, habe ich innen drin jede Menge Stauraum. Und das ist wirklich die Einstiegsvariante hier, die du hast? Ja, genau, das ist die Einstiegsvariante. Cool. Ja, wir reden gleich mal über den Preis. Das wird sie hoffentlich umhauen, denn ich gehe sehr davon aus, dass der Preis umhauen wird, ja. Also wir haben hier wirklich ein tolles, tolles Angebot gestrickt, aber kommen wir gleich zu. Was auch cool ist hier, die Leuchten. Das heißt, also ich habe jetzt auch tagsüber ein richtig tolles Design von den Lampen mit integriert. Also sind auch LED-Rückleuchten oder Rückleuchten mit LED-Design.
So, wenn du mal so lieb bist, hinten einsteigst, das heißt auch hier hinten die Verglasung in Dunkel, die ist schon sehr mäßig hier. Das ist tatsächlich auch eine Zusatzoption, haben wir gewählt, weil es... Teuer? Nee, 250 Euro Aufpreis. Mhm. Sollte man in meinen Augen ausgeben, ist natürlich eine Wunschoption. Steht im Auto aber gut. Macht das Auto, genau. Macht das Auto einfach nochmal optisch, wertet das ein bisschen auf. Hat natürlich auch den Vorteil, dass der Innenraum nicht so aufheizt, weil ein gewisser UV-Filter noch mit drin ist. Okay, außerdem ist der Wiederverkauf, also wenn der so da steht, in weiß mit den schwarz getönten Scheiben. Es sieht schon ziemlich mit den fetten Felgen und so, das sieht schon ziemlich sportlich aus. Ja, das sind die serienmäßigen Felgen in der Tat. Also fette Felgen im Serienzustand. Ja, sieht, finde ich aber hübsch, oder? Ja, hat man selten, dass solch tolle Felgen wirklich serienmäßig schon ohne Aufpreispflicht mit dabei sind. Okay, das heißt, der kommt nicht mit Stahlfelgen, auch wenn ich es wollte. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Okay. Gottes Willen. So, wenn du mir mal kurz sagst, wie groß die Reifen sind, die drauf sind. Was ist das? Da müsste jetzt, ist eine 17 Zoll Variante. Ja, also 215. Genau, 215, 55, R17 sind da drauf. Die sind ja recht, sag mal, wenn ich damit rumfahre und den Luftdruck ordnungsgemäß habe, laufen die recht komfortabel ab, oder? Das heißt vom Felgenbett. Ja klar, sicher. Also das ist, also da muss man sich keine Gedanken mehr machen wie früher, dass man irgendwie da Komforteinbußen hat mit einer größeren Felgenvariante. Auto läuft. Das ist ja auch nur 17 Zoll, es wirkt aber viel größer. Ja, steig mal hinten ein. Ich will mal sehen. Du bist wie groß? 1,88 Meter. 1,88 Meter? Ja. Echt? Schon eine gewisse Größe, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich macht und wie nah der Sitz natürlich zurückgefahren ist hinten. Ich glaube tatsächlich, der vordere Sitz ist komplett hinten am Anschlag, wenn ich das richtig sehe. Also der Fahrer sitzt noch mal ein Stück weiter vor. Geht aber immer noch? Ja, also ich sitz wirklich komfortabel drin. So, oben noch Platz? Mach mal mit der Hand. Ja. Geht. Ja. So, du bist erlöst. Ich habe 5 Sitzplätze insgesamt zugelassen. Genau, ja, zugelassen. So, elektrische Fensterheber hinten habe ich drin. Zwei Isofix-Varianten, also hinten die äußeren Sitze sind schon serienmäßig mit Isofix-Halterung. So, hier vorne habe ich ein paar Features. Wozu ist dieser Knopf? Was kann der? Eine Sitzverstellung von der Lendenwirbelsäule. Okay. Super. Also Sitz lässt sich in allen möglichen Varianten hoch, runter verstellen, vor, zurück, Lehne lässt sich verstellen. Also. Super, ich steig mal ein. Ja. System aus, um Batterie zu schonen. Also was interessant ist, ich hatte mein allererstes Auto, war tatsächlich ein Ford Fiesta. In Luxemburg gekauft für 7.000 Mark damals. Ein Ford Fiesta T war mein allererstes Auto neu. Okay. Bei Euromotor in Luxemburg habe ich ihn damals gekauft. Das gab es früher noch. Ja, ja. Ich glaube, die gibt es ja nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Und der Geruch ist tatsächlich immer noch derselbe. Wie kriegen die das hin, dass der Ford-Geruch bei Neuwagen immer der gleiche ist? Okay, also mit Sicherheit werden noch gewisse Zulieferer nach wie vor benutzt, die gewisse Inhaltsstoffe hier drin haben, dass die Fahrzeuge noch identisch riechen. Aber so, immer sehr anmutend zu Beginn. Christian, wir gehen mal ganz kurz auf die Sitze ein. Die sind richtig schick. Das sieht so ein bisschen aus wie Jeans, aber doch sehr edel in Grau. Ja, ganz genau. Also die sind auch schon in einem sportlichen, also mit einem Seitenhalt zusätzlich. Also ich habe hier schon ordentliche Unterstützung an den Seiten. Die Sitze sind toll geworden. Mal hinten filmen, das Design ist sehr, sehr cool. Trotzdem fühlt er sich recht kompakt an. Also das Lederlenkrad ist auch Serie? Lederlenkrad ist serienmäßig, ja. Okay, Multifunktionen auch? Multifunktion auch. Also ich habe hier die Bedienung von Radio- und Freisprecheinrichtung im Bordcomputer auf der Seite. Linke Seite ist auch Radio nochmal, Lautstärke und der serienmäßige Tempomat ist da versteckt. Großes Display. Habe ich gerade eben mal gesehen. Und ich habe in der Mitte nochmal ein Display mit dabei. DAB Plus Serie? DAB Plus ist serienmäßig drin, ja. Das wird immer wichtiger. Wir werden euch demnächst, im nächsten Monat mal berichten, warum. Weil auch wir haben einen Antrag für DAB Plus gestellt. Wenn du mal so lieb bist, das Radio ausmachst. Oder mal leiser, dass wir mal sehen, wie es kommt. Ja, wir haben ein HD-Display, das heißt mit einer gigantischen Auflösung mit drin. Ich sehe keinen Punkt mehr. Nee, sieht man nicht mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr hochauflösend. Ist als kapazitiver Touchscreen aufgebaut. Also im Grunde ist die Bedienung genauso wie beim Smartphone. Einfach nur über Berühren des Bildschirms.
ich kann mein Smartphone ja direkt per Bluetooth koppeln. Das heißt, mit der kleinen Handyhalterung könnte ich auch direkt über Google Maps machen. Also es gibt ja Leute, die mögen kein Apple CarPlay. Ich bin einer davon. Ja. Weil ich sage, ich habe abgespeckte Funktionen. Ich will dann doch mal auf den Touchscreen drücken oder vielleicht meine Beifahrerin. Das geht. Also ich kann es per Bluetooth koppeln und dann die Tonausgabe übers Radio machen. Genau, ganz genau. Es gibt beide Schnittstellen. Also A, die über Bluetooth die Konnektivität, als auch über USB bei Android-Systemen, Android Auto und bei Apple eben die Apple CarPlay-Funktion. Ja, ein tolles Display mit drin. Das Navi, wie funktioniert das? Updates? Updates sind in der Tat kostenlos. Direkt over the air oder wie geht das? Muss ich zu euch kommen? Nee, auf der Ford stellt die auf der eigenen Ford.de Webseite zur Verfügung. Ist eine Anleitung dabei, das heißt, ich kann meine Fahrgestellnummer eingeben und mir mal das neueste Kartenmaterial herunterladen, kommt auf einen USB-Stick ins Fahrzeug rein, das Update läuft dann während der Fahrt automatisch durch. Also ist sehr, sehr einfach für den Kunden durchzuführen. Cool, also Intuitivität. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, zeig mir jetzt mal einen Preis. Ich muss, also bevor wir jetzt die Leute weiter auf die... Großes Geheimnis, genau. Auf die Folter spannen, 20.800 Euro. Du hast 22% auf das Auto gegeben. Genau. Wie er hier steht. Wie er hier steht, ganz genau. Fahrzeug ist jetzt einen Tag zugelassen und wir geben unglaubliche 22% drauf. Ist für ein Fahrzeug, das erst neu auf dem Markt ist, sehr ungewöhnlich. Warum machst du das? Ja, wir wollen auch in der jetzigen, schwierigeren Zeit, sagen wir mal, vielleicht auch Kunden nochmal ein besseres Angebot machen, wollen auch natürlich Fahrzeuge verkaufen weiterhin. Von daher, der Preis hier ist unschlagbar. So, wir haben es mal durchgeschrieben. Das ist der Barpreis, man kann es auch finanzieren. Aber dabei, ich zeige mir gerade Serienausstattung, ist schon Wahnsinn. Wir haben 6-Gang-Schaltgetriebe mit drin, 125 PS, 1,0 Liter Turbo oder was ist das? Genau, Turbobenziner, richtig. So, EcoBoost. Ich habe eine induktive Ladestation mit drin für mobile Endgeräte. Genau. Die Ford Megabox, ist es das, was hinten drin ist? Das haben wir hinten gesehen, genau. Genau, die Fenster über vorne und hinten, elektrisch, sogar hinten kann ich sie elektrisch fahren. Genau. So, Bordcomputer mit drin, intelligentes Sicherheitssystem mit Verkehrsschilderkennung. Genau, Verkehrsschilderkennung ist auch serienmäßig an Bord. Pre-Collision Assist ist quasi eine Auffahrwarnfunktion. Das heißt, würde ich verpassen, selbstständig abzubremsen, würde man... Der bremst. Genau, bremst automatisch ab, wenn Sie es verschlafen würden. Okay, das heißt, ich bin auf der Autobahn zum Beispiel, guck mal kurz auf mein Handy, was ich ja nicht darf. Genau. Er würde sehen, da kommt was und bremst. Genau, geht sogar bis 50 km/h zum absoluten Stillstand. Das heißt, gerade dieses Stop and Go in der Stadt beispielsweise, kann mir eigentlich kein Auffahrunfall mehr passieren. Das Auto bremst sie automatisch ab. Krass. Überführung, die kostet extra. Ist im Preis mit drin. Ist im Preis mit drin? Ja. So, wenn ich die jetzt bei 865 Euro mal ansetze, die steht ja da, ja, genau. Dann bin ich unter 20.000 Euro, wenn ich die abziehe. Ja. Ist so, wenn da steht 20.800 minus 865, macht 19, genau. Das Fahrzeug ohne Überführung ist dann unter 20 plus Überführung, weil viele machen ja plus Überführung. Genau, also hier ist tatsächlich nichts mehr versteckt. Das Auto kostet, so wie er hier steht, fix und fertig zugelassen für Sie 20.800 Euro. Da kommt kein Cent mehr drauf. Thema Gewährleistung, Garantie, wie lange ist die bei Ford? 2 Jahre ist die Herstellergarantie. Wir haben hier eine Garantieerweiterung auf 5 Jahre. Das heißt, ist mit drin? Die ist mit drin im Preis, ja. Oh, Christian, du machst mich hier fertig. 5 Jahre Garantie, Werksgarantie. Ja, 5 Jahre Werksgarantie ist im Grunde gedeckelt an eine Kilometerlaufleistung bis 100.000 Kilometer. Aber ich denke, also es ist so aufgestellt, dass für eine gewöhnliche Laufleistung von 20.000 Kilometer pro Jahr, die jemand fährt, dass er da auch volle 5 Jahre Garantie hat. Also 5 Jahre oder 100.000 Kilometer, was zuerst eintritt? Genau, ganz genau, richtig, ja. Krass, ist die übertragbar, wenn ich das Auto verkaufe nach 3 Jahren? Die ist übertragbar, also die zählt auf die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs, die hat nichts mit dem Käufer oder sonst was zu tun. Das heißt, selbst wenn Sie das Auto nach 4,5 Jahren, ist oftmals ein gutes Wiederverkaufsargument, nochmal verkaufen sollten, geht die Garantie weiter. So, ich muss mal kurz fragen, weil bei so einem Angebot, da hat man ja Angst, dass der Händler das nur macht, um mal schnell ein bisschen Cash zu machen. Euch gibt es wie lange? Uns gibt es schon seit weit über 60 Jahren. Also wir haben, darum geht es uns nicht. Nee, Corona, man könnte ja sagen, ey, ich brauche die... Nee, man muss dazu sagen, ihr seid bekannt deutschlandweit für gute Preise. Also die Leute kommen aus ganz Deutschland. Du hast zuletzt Angebote gemacht. Was war der weiteste im Moment her? Das weiteste war letztens noch Berlin gewesen. Ja, ja, genau. Das heißt, ich kann die Autos... Ich habe eine Angebote gemacht, tatsächlich Auto abgeholt aus Berlin. Genau. Wir haben Kunden abgeholt aufgrund am Bahnhof, also war ganz unproblematisch. Cool. Kann ja in der heutigen Zeit alles über Telefon, E-Mail austauschen. Wir haben sogar die Finanzierungsanfrage via E-Mail und Telefonat gemacht. Also
Ich muss mal fragen, du bist schon, das ist kein Grauimport, du bist offizieller Forthändler. Genau, wir sind offizieller Forthändler, ja. Du bist nicht irgendeiner, ihr habt sogar diese Premium-Variante noch mit drin, dieses, ich glaube, es gibt ja so eine High-Variante, die nicht jeder Forthändler hat. Genau, also wir haben noch verschiedene Zusatzpakete, Thema Vignale hatten wir mal angesprochen, genau, also da sind okay, wir. Das heißt, ihr seid ein guter Forthändler. Ich brauch mir keine Sorgen zu machen. Deutsches Produkt für den deutschen Markt bestimmt, kein Reimport, richtig? Genau, ja. Cool. Also ich bin ganz begeistert. So, gehen wir nochmal auf ein paar Features ein, die wir die große Verkaufsveranstaltung hier gerade gemacht haben. Klimaautomatik. Genau, Fahrzeug ist mit Klimaautomatik ausgestattet. Da starte ich mal den Motor, dass die auch mitläuft. Klimaautomatik war in diesem Thema Komfortpaket mit drin. Ist eigentlich auch mehr oder weniger selbsterklärend. Also Klimaautomatik unterscheidet sich an dem Sinn von der normalen Klimaanlage, dass ich tatsächlich eine feste Temperatur einstellen kann und das Fahrzeug macht alles automatisiert, dass diese Temperatur konstant gehalten wird. Ist natürlich gerade so im Sommer, jetzt ist viel Lichteinfall, ist das schon eine sehr tolle Sache, dass ich nicht irgendwie immer kalt, warm nachregeln muss. So, ich habe für ganz kurze Zeit ja vergessen, dass wir Corona-Zeit haben, also bei dem Angebot. Ja. Da ist auch hier die Mittelkonsole ist auch mit drin. Genau. Ja. Mach mal auf. Da ist ein kleines Ablagefach mit drin. Kleines Ablagefach für Portemonnaie oder sonst was genau und unten dann nochmal tief für was Sperrigeres einzumachen. So, kommen wir mal da vorne. Elektronik pur. Dieser kleine Knopf da auf der linken Seite. Das ist ein sogenannter Fahrmodi-Schalter. Das heißt, ich kann wählen zwischen verschiedenen Fahrmodi, je nach Beschaffenheit der Straße. Normalmodus, man sieht dann, wenn ich ihn durchschalte, ein Eco-Modus, ein Sportmodus, ein rutschiger Modus und Modus für unbefestigte Straße. Das ist Elektronik. Man muss sagen, das funktioniert so gut, dass ich sag mal, viele Leute deswegen auch einen Allradantrieb nicht mehr brauchen. Das heißt also, gerade im Winter oder wenn es irgendwie mal unbefestigt ist, die Elektronik merkt automatisch, er dreht durch, regelt die Kraft so, dass er immer Grip hat. Genau, genau. Also die Entwicklung von ABS und ESP-Systemen ist wirklich so weit vorangeschritten, dass ich mich anhand, also auf verschiedene Fahrbahnuntergründe bestens einstellen kann. Mhm. Und das eben mit dieser Modi-Taste. Also nichts gegen Allrad, gar keine Frage. Aber, gar keine Frage. Aber ich habe schon gehört von Leuten, die dann sagen, okay, ich habe das eingeschaltet, auf einmal komme ich auf rutschigen, ich sag mal, auch wenn es ein bisschen glatt ist, auf einmal viel, viel besser voran, weil die Elektronik vorausschauend jetzt weiß, okay, ich will so fahren. Genau, genau, ganz genau. Okay. Verstanden. So, Sechsganggetriebe, kriege ich auch eine Automatik auf Wunsch, wenn ich eine haben wollte? Gibt es nicht, oder? Noch nicht, nein. Soll zum späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden, wahrscheinlich mit einer 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe-Variante, aber ist noch in der Mache. Das hat ja nichts mehr mit den Ford zu tun, die ich kenne, noch vor 3 Jahren. Das hier ist ja eine echte Kampfansage an Design und ich sag mal auch Preis. Also man muss ja immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Mhm. Für ein Fahrzeug, ich sag mal einer von den 3, 4 großen Premium-Herstellern, das ist schon gut, oder? Ja. Also selbst so im Vergleich zu den Volumenherstellern müssen wir uns vor allem vom Design her, von der Technik sowieso nicht verstecken. Eher im Gegenteil. Also was bei uns, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich überragend bei Ford, finde ich jetzt persönlich. Also wenn ich jetzt hier so ein gleiches Fahrzeug mir bei anderen Marken suchen gehe, kann man schon mit ein bisschen höherem Preis rechnen. So, wir gehen mal raus. Du machst den Motor mal auf, bitte. Ja. Denn Ford hat nämlich einige Preise eingeheimst. Ich hoffe, du weißt, wie er aufgeht. Motorhaube? Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, dass der Christian nämlich nicht irgendeinen Ingenieur gemacht hat, sondern du hast welchen Ingenieur gemacht? Maschinenbauingenieur. Ja. Maschinenbauingenieur. Das heißt, du bist üblicherweise nicht im Verkauf. Du machst das jetzt eigentlich nur, weil du die Autos recht gut kennst. Genau. Ja. Sondern du bist in der Werkstatt tatsächlich. Genau. Also die größte Zeit verbringe ich tatsächlich in der Werkstatt mit Reparaturen und Diagnose von Fahrzeugen. So, hier ist eine kleine Abdeckung drauf, das heißt, ich komme gut an die Technik ran. Genau. Ölwechsel, ist das hier ein Riesenaufwand? Nee, alles unproblematisch. Also selbst die Wartungsintervalle sind mittlerweile so lang gestreckt. Wir reden hier von 2 Jahren oder 30.000 Kilometer. Die Motoren verbrauchen kein Öl oder sonst was. Das heißt, der Kunde kann 2 Jahre fahren oder eben 30.000 Kilometer, ohne was überhaupt hier dran machen zu müssen. Eigentlich ist der Klassiker, wenn wir Fahrzeugauslieferung machen, wir zeigen dem Kunden hier den blauen Deckel.
Das ist Scheibenwaschanlage und sonst ist alles gut. Also sonst muss ich mich um nichts kümmern. Das Motoröl ab und zu mal prüfen? Oder? Sollte man machen, ja klar. Steht überall eine Bedienungsanleitung drin. Der Fahrer ist natürlich immer daran angehalten, den Ölstand regelmäßig mal zu prüfen. Aber die Erfahrung zeigt, unsere Motoren sind so gut, dass sie von Wartung zu Wartung kommen, ohne selbst irgendwie Hand anzulegen. Ja, wie sind die denn zu reparieren, wenn denn doch mal ein Unfall kommt, die Fords allgemein? Das heißt, ist das immer ein Riesenproblem oder sind die recht reparaturfreundlich? Sehr reparaturfreundlich sogar. Also was man natürlich in der heutigen Zeit eingestehen muss, je mehr Technik im Fahrzeug ist, desto aufwendiger ist die Demontage. Das heißt, selbst also für den Fall, dass tatsächlich mal irgendwas kaputt gehen sollte, ein kleiner Sensor, sonst was, was immer halt mal vorkommen kann, dafür ja auch die verlängerte Garantie, muss ich natürlich sehr, sehr viel demontieren, dass ich überhaupt an das Bauteil rankomme, das ich austauschen will. Aber jetzt mal ehrlich, wenn es in den ersten 5 Jahren nicht kaputt gegangen ist, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es danach kaputt geht. Genau, dann sollte es normal auch gut halten. 5 Jahre Garantie, ich komme ja gar nicht drüber weg. Ja. Zahnriemen? Zahnriemen ist drin, Wechselintervall 240.000 Kilometer. Wie viel? 240.000. Nochmal, das muss ich zeigen. Also keine 70 mehr. Nee, 240.000 Kilometer. Zahnriemen 240.000 Kilometer? Ja, das also ist ja fast wie Kette. Also den wechseln sie in der Regel nicht mehr. Nee, normalerweise ist ja immer so das Hauptargument für die Kette, man braucht sie nicht zu wechseln. Ja, tolles Auto. Der Ford Puma Modelljahr 2020, der wurde wann zugelassen? Jetzt vor einer Woche. Einer Woche. Ja, also so, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben heute den 7. April 2020, mitten in der Corona-Zeit. Meine kurze Frage an dich, wenn der jetzt weg ist, das wird ja wahrscheinlich schnell der Fall sein bei dem Angebot, ja. Kriegst du welche nach? Kriege ich nach, ja. Okay, also man kann mich gerne darauf ansprechen, wenn jetzt irgendwie jemandem die Außenfarbe nicht passen soll oder sonst was, werden wir mit Sicherheit auch das passende Fahrzeug finden. So, dann machen wir noch ein bisschen Informationen dafür, wo wir sind. Wir sind beim Ford Autohaus Hissler. Ihr seid seit 60 Jahren Händler und wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei, kaufen Sie dieses Auto.